Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video machen wir mal wieder eine Account-Präsentation. Und ich weiß persönlich selber nicht, was auf diesem Account drauf ist. Ich habe gar keine Ahnung, Leute, ob hier irgendwelche OG-Skins drauf sind, irgendwelche seltenen Hacken, irgendwelche seltenen Gleiter. Ich weiß es nicht. Das ganze Seltene wurde favoritisiert und die Gegenstände gucken wir uns natürlich auch im Nachhinein jetzt gleich an. Aber bevor wir jetzt hier diesen Account komplett durchstöbern, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Kontolevel an. Go, Junge! Okay, let's go. So, hier sehen wir schon mal, das Kontolevel beträgt 2695. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben von den ganzen Accounts, die wir schon Review gemacht haben. Also 2695 ist auf jeden Fall viel. Hat der hier irgendwelche dicken Abstände dazwischen? Okay, 50 Tage, 13 Tage, 16, 8 Tage, 77 Tage. Der hatte wohl ab und zu auch mal ein dickes Päuslein, wo der mal eine Season mal nicht gespielt hat, wie man hier schön sieht. Aber sonst scheint der doch sehr aktiv zu sein. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Spind und da gucken wir uns natürlich erstmal die Banner an. Die sind natürlich essentiell, weil wenn wir hier den Alpha-Tester-Banner drauf haben, dann ist der Account schon direkt eine 10 von 10. Nur wegen einem kleinen Banner. Ihr habt richtig gehört. Ich hoffe, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass ich einen Account vorstelle, wo wirklich der Alpha-Tester-Banner drauf ist. Oder dann kriege ich den größten Ausraster hier im Video. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich sag euch ehrlich. Das wäre der absolute Oberwahnsinn. Aber ich glaube, der hat hier nichts Special-mäßiges drauf. Hat der wirklich auch nicht den Battlebus-Banner? Nee, der hat den Fake-Battlebus-Banner. Okay. Er hat auf jeden Fall keinen seltenen Banner drauf, Leute. Ist halt irgendwo ein bisschen schade. Heißt aber noch nicht. So, gehen wir mal einmal ganz schnell die Musikschallplatten durch. Zack. Das war's. Dann noch einmal die Ladebildschirme. Einmal durchscrollen. Wie viele hat der eigentlich? Ja, dann interessiert mich. Der müsste ja schon 200, 220 Stück. 300 Stück, Junge. Ich habe das immer komplett falsch auf dem Schirm. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. 300 ist auf jeden Fall viel. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass dieser Account stacked ist. Bin ich mal gespannt. So, einmal noch schnell die Farbtarnungen durchgehen. Zack, Junge. Gucken, wie viele. 185. Auch abgehakt. Und jetzt fangen wir mit dem interessanten Stuff an. Und ich finde, das ist einer der interessantesten Dinge auf einem Account. Und zwar die Emote. Und da kommen wir jetzt auch hin. So, also insgesamt hat der 702 Sprays, Emojis und Tänze. 216 Emote, 26 Stück favoritisiert. 216 gucken wir uns jetzt mal durch an. So, da scrollen wir auch einmal ganz schnell durch, Leute, weil ich will mir jetzt nicht jeden Emote ganz genau angucken. Die seltenen wurden nämlich schon favoritisiert. Dementsprechend brauchen wir jetzt nicht jeden einzelnen abchecken. Das macht keinen Sinn. Da kommen wir jetzt auch direkt hin. 26 Stück favoritisiert. Abflug. So, dann haben wir hier schon mal Travis Scott Party Wut. Den anderen Travis Scott Emote hat er leider nicht. Diesen Headbanger. Bisschen schade, weil das sind auf jeden Fall beides seltene Emote. So, er hat Bel Air ist drauf. Drittseltenster Emote in Fortnite. Ganz wilde Geschichte hier auf jeden Fall. 1221 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Das geht jetzt bald an die 4 Jahre zu, dass dieser Emote nicht mehr im Itemshop war. Deswegen auch der drittseltenste Emote. Dann haben wir hier den Roboter. Season 3 Battle Pass. Ja, der hier ist jetzt nicht selten. Den brauchen wir jetzt nicht gucken. The Worm ist drauf. Season 2 Battle Pass. Der ist leider auch nicht mehr selten, war im Itemshop. Dann haben wir hier gekonnt drauf. Ich glaube, circa 330 Tage nicht mehr drinne gewesen. War davor sogar noch seltener. Otmarat ist drauf. Auch ein sehr seltener Emote. 1211 Tage, glaube ich, nicht mehr im Itemshop gewesen. War zwar umsonst, aber ist schon irgendwo auf jeden Fall selten. Dann haben wir hier Hype drauf. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, auch selten. Knieklatsch haben wir drauf. Wann war der denn zuletzt drinne, Junge? Okay, zuletzt vor 214 Tagen. Wusste ich nicht. L-Dance ist drauf. Das werden jetzt die meisten Leute von euch feiern. Wow, L-Dance ist drauf. Ja, L-Dance ist tatsächlich hier drauf. Der Season 3 Battle Pass. Bin mal gespannt, ob auch die Elite-Agentin drauf ist. Dann haben wir noch Orange Gerechtigkeit. Auch ein seltener Emote. Der ist, glaube ich, nicht mehr selten. Der war doch im Itemshop. Aber ich bin mal gespannt, wie lange der trotzdem jetzt nicht mehr drin war. Aber normalerweise ist der nicht mehr selten. Okay, ich nehme alles zurück. Der Emote war jetzt auch schon bald 300 Tage nicht mehr drin tatsächlich. Krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. Krass, beinahe 300 Tage. 262 Tage, Leute. Dann haben wir hier den weit seltensten Emote in Fortnite. Auch schon über 1200 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Stocksauer ist drauf. 300 Tage. Dann haben wir noch Trägerschaffel.
Wie lange war der eigentlich nicht mehr drin? Ich glaube 750 Tage, oder? 779 Tage, Leute. Krass. Dann haben wir hier den seltensten Emote in Fortnite. Leute, wir haben das Triple drauf. Bel Air, Überschwang und Sauber. Das sind die drei seltensten Emotes in Fortnite. Und er besitzt alle drei tatsächlich. Das ist ganz, ganz wild. Sieht man relativ selten auf Accounts. Nice. Okay, dann haben wir hier noch Point ein Erntewerkzeug zeigen. Hier haben wir die Nostalgiehacke. Ich bin auch mal gespannt, wann die wieder im Itemshop kommen wird. Die war ja kostenlos. Die war dann irgendwie eine Woche oder so drinne für umsonst natürlich. Und jetzt ist die halt nie mehr wieder reingekommen, ne? Dann haben wir hier Wischer. 700 Tage nicht mehr drinne gewesen. Wir haben The Floss. Ich bin mal gespannt, ob der Black Knight drauf ist. Wir haben diesen 2020er Emote. Der ist natürlich auch selten, wird nie mehr wiederkommen. Er hat den Pokalknutscher drauf. Den viertseltensten Emote in ganz Fortnite. 972 Tage nicht mehr drinne gewesen. Dann hat er noch den Windig-Emote. Der ist schon bald, glaube ich, 900 Tage nicht mehr drinne gewesen. Ist momentan der 8-seltenste Emote in Fortnite. Dann haben wir hier noch das Winke-Winke aus Season 2 Battle Pass. Let's go. Was mir jetzt noch hier gefehlt hat, ist der 4-seltenste Emote, Widow's Pirouette. Weil wenn er den noch gehabt hätte, dann hätte der die Top 5 der seltensten Emotes in Fortnite auf einen Account drauf gehabt. Und das wäre geisteskrank. So, dann kommen wir mal zu den Kondensstreifen. Das Einzige, was mich hier interessiert, Season 3. Er hat die Season 3 Kondensstreifen drauf. Reicht. So, und jetzt kommen wir zu den Gleitern. Und da scrolle ich auch einmal ganz schnell durch. Und ich sehe hier jetzt schon Gleiter, die über 1000 Tage nicht mehr im Itemshop waren. Und richtig unnormal heftig sind. Okay, insgesamt hat der 174 Gleiter und 12 Stück favorisiert. Gucken wir uns mal die 12 Stück an. Und wenn ich hier schon die Sachen sehe, dann kriege ich schon wieder einen Ausflipper. Season 3 Battle Pass, okay. Season 2 Battle Pass. Jetzt geht's los. Weltraumlandegerät. Vor 800 Tagen zuletzt im Itemshop gewesen. Sehr, sehr seltener Gleiter. Wir haben hier den Wolkenschlaggleiter. Zuletzt vor 1028 Tagen im Itemshop. Der 15 seltenste Gleiter in Fortnite. Also Itemshop, ne? Prismagleiter. Vor 1018 Tagen im Itemshop gewesen. Sehr, sehr lange her. Selten. Dann haben wir hier den Süßkramgleiter. Zuletzt vor 1013 Tagen im Itemshop gewesen. Leute, und hier haben wir einen Gleiter, der ist so nice, Leute. Ich würde den so gerne haben, ich habe den aber nicht. Das ist der Voyager-Gleiter. Der war zuletzt vor 1059 Tagen im Itemshop, Leute. Der sieht so nice aus, ohne Spaß. Dann haben wir hier noch den Getarnt-Gleiter, zuletzt vor 976 Tagen im Itemshop gewesen. Der 20. seltenste Itemshop-Gleiter in Fortnite, sieht halt auch relativ frisch aus. Ähnlich wie der Elite-Agentengleiter, finde ich tatsächlich. Dann haben wir noch den Inferno-Gleiter. Der ist leider nicht selten. War aber zuletzt vor 189 Tagen im Itemshop. Ja, und dann haben wir hier noch einen Gleiter, der ist wirklich geisteskrank selten. Der war zuletzt vor 1151 Tagen im Itemshop und ist der fünftseltenste Itemshop-Gleiter in Fortnite, Leute. Der fünftseltenste Itemshop-Gleiter. Ja, der war zuletzt vor 300 Tagen, sieht aber frisch aus. Und dann haben wir noch den Warthog-Gleiter, der sehr, sehr ähnlich den Aerial Assault Trooper-Gleiter aussieht tatsächlich. Zuletzt vor 1060 Tagen im Itemshop gewesen. Also gleitertechnisch ist dieser Account wirklich geisteskrank aufgestellt. So, kommen wir mal zu den Erntewerkzeugen. Da scrollen wir auch einmal ganz schnell durch. Gehen unter die Favoriten und gucken uns natürlich dementsprechend die Favoriten an. So, 266 Erntewerkzeuge hat er 12 Stück favoritisiert. Die gucken wir uns jetzt direkt an. AC/DC-Hacke ist drauf, Season 2 Battle Pass. Die Hacke war schon über 1000 Tage nicht mehr im Itemshop. 600 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Ich glaube, 300 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Auch 350 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Das ist von dem Tron Legacy Paket. Empire Axe, ich glaube 5 seltenste Hacke, 1100 Tage nicht mehr drin gewesen. Und dann haben wir hier ein Erntewerkzeug, was ich bis heute noch auf keinem Account gefunden habe. Und zwar der Mondknochen, der zuletzt vor 1070 Tagen im Itemshop war. Und auch ein sehr, sehr seltenes Itemshop-Erntewerkzeug ist. Der war schon, glaube ich, 650 Tage nicht mehr drinne. 300 Tage, 300 Tage, Fortnite erster Geburtstag, Nostalgiehacke. Das war's mit den Erntewerkzeugen tatsächlich. So, und jetzt kommen wir dazu, worauf ihr alle gewartet habt. Ich weiß es doch, die Skins. 474 Skins hat der, Digga. 500 Skins hier drauf, das ist auf jeden Fall absolut stacked. Und ich habe euch gesagt, dass der Account zu 100% stacked sein wird. Und genau das ist der Fall. So, dann gehen wir mal unter die Favoriten. 25 Stück hat er favoritisiert.
gucken wir uns an. Okay, die ist jetzt nicht selten, aber die feiere ich persönlich. Ich habe leider das Crew-Paket mit der Ellie nicht gekauft gehabt. Sehr, sehr schade. Bereue ich bis heute, sage ich euch ehrlich. Dann haben wir hier den schwarzen Ritter drauf. Diesen 2 Battle Pass. Ja, dann haben wir hier noch die Chun-Li drauf. Die hat den dicksten, in Fortnite auf jeden Fall. Und so ein bisschen Mewtwo-Beine am Start. Kann man mal machen. Rouge-Agent ist drauf, Season 3. Elite-Agentin, Season 3 Battle Pass. Sparkle-Spezialistin, Season 2 Battle Pass. 300 Tage nicht mehr drinne gewesen. 350 oder 400 Tage nicht mehr drinne gewesen. Irgendwie sowas. Genauso wie das Erntewerkzeug. Die ist zuletzt tatsächlich vor 200 Tagen drinne gewesen. Digga, Hacksperrte. Digga, was ist das für ein Skin, Junge? Kenn ich gar nicht. Okay, war zuletzt vor 140 Tagen im Itemshop. Ist somit auf jeden Fall nicht selten. Die war, glaube ich, auch roundabout vor 150 Tagen im Itemshop. Und er hat meinen Lieblingsskin. Einer meiner Lieblingsskins hat er hier drauf. Den Rüskin, Digga. Ich krieg einen Ausflipper hier. Er hat einfach den Rüskin, Digga. Junge, wie ich den haben möchte. Bei Gott, wenn der in den Itemshop kommt, ich kaufe mir den 10-mal. Ich kaufe mir den 20-mal. Der sieht so nice aus. Ich will den unbedingt haben. Ich hoffe, dass der in der Season reinkommen wird. Wenn der reinkommt, Digga, dann raste ich wirklich aus. Ohne Witz. Im Übrigen zuletzt vor 668 Tagen im Itemshop gewesen. Dann haben wir den Schaltkreiskiller, der zuletzt vor 830 Tagen im Itemshop war. Seeräuberin, zuletzt vor 400 Tagen. Der Kollege hier vor 300 Tagen. Die Kollegin hier vor 869 Tagen. Die Kollegin hier vor 400 Tagen. Der Kollege hier vor 262 Tagen. Die Zuckerpuppe hier vor 455 Tagen. Der kleine 31er vor 852 Tagen. Der Kollege Schnürschuh vor 781 Tagen zuletzt im Itemshop gewesen. Die alte hier vor 300 Tagen. Ich glaube, die ist vor 100, 200 Tagen drin gewesen. Turmspezialistin. Und der Kollege hier vor 972 Tagen, Leute. Bruder, also er hat wirklich sehr, sehr viele seltene Skins drauf. So, Leute, dann haben wir jetzt hier den Rüskin mit dem schwarzen Ritter-Backbling, die Empire-Axt und den 5 seltensten Gleiter in Fortnite mit den ganzen seltenen Emotes, die hier auch noch drauf sind. Also für mich bekommt der Account auf jeden Fall eine 10 von 10, weil ich feier den. Der hat auf jeden Fall sehr viel geisteskranken Itemshop-Zeug drauf und der halt eben richtig selten ist. Von mir 10 von 10, obwohl kein OG-Skin, keine OG-Sachen oder so drauf sind. Könnt auf jeden Fall den Account von 1 bis 10 bewerten. 10 ist dabei wirklich absolut geisteskrank. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, haut da rein!